Heute ist der letzte Tag in Okinawa und wir werden heute noch mal so ein bisschen die Gegend um Naha erkunden. Und zwar fahren wir jetzt gerade zum Okinawa World und wir haben eben aus dem zweiten Hotel ausgecheckt. Und ich würde noch mal ein kurzes Feedback zu dem zweiten Hotel geben. Das war unterm Strich, muss ich sagen, sauberer. Und man hatte das Gefühl, der Service war einfach ein bisschen besser. Ich kann auch nicht genau sagen, warum, aber man hat sich einfach so ein bisschen, was haben wir gesagt, edler gefühlt oder so. Aber also der Service war minimal besser als bei dem anderen Hotel. Aber man muss halt sagen, dass das Hotelzimmer einfach kleiner und unspektakulärer war. Wahrscheinlich auch, weil es halt mitten in der Stadt war. Denn es war nämlich genau an dieser Hauptstraße, wo wir gestern Abend waren. Also es waren keine 5 Minuten Fußweg, dann waren wir schon da. Von daher ist die Lage schon echt zentral. Und ja, genau. So viel zu dem Hotel und wir fahren jetzt zum Okinawa World. Luftfeuchtigkeit gefühlt 1000. Meine Haare werden heute sterben. Das erinnert mich jetzt schon an den japanischen Sommer, den ich in den ersten 2-3 Wochen hier hatte. Japaner scheinen es irgendwie zu lieben, überall Geld hinzuschmeißen. Wir sind jetzt hier in dieser Höhle und das ist die zweitgrößte Höhle in ganz Japan. Und es ist einfach mega beeindruckend, wie das hier aussieht, aber es ist auch extrem feucht. Also die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Ich habe jetzt erstmal meine Haare zusammengebunden und wir schauen mal, was wir hier noch so finden. Wir sind jetzt hier in einem Raum mit mega vielen Stalaktiten und das sind sozusagen die Dinger, die von der Decke runterhängen und es ist einfach krass, wie viele das wirklich sind und die tropfen einem jetzt wirklich in den Nacken. Und wenn ich mir hier immer mit meiner Kamera ein Plätzchen suchen muss, wo ein bisschen Belichtung ist, weil alles so dunkel ist, kann Max die ganze Zeit ganz easy filmen. Das ist nicht okay. Und hier auf dem Boden sieht man, dass sich da schon neue Stalagmiten bilden. Das ist typisch Abunai desu kara. Na, wer kennt die noch aus Kyoto? Aus der Höhle rausgekommen sind, war hier dann noch so ein sogenanntes Rükyu-Dorf. Rükyu ist ein Begriff, der uns jetzt die Tage schon mehrmals über den Weg gelaufen ist. Und zwar ist das ein altes Königreich, das sozusagen alle Inseln südlich von den Hauptinseln Japans beinhaltet hat, also unter anderem auch Okinawa. Und dieses Königreich hat sozusagen eine eigene Kultur und auch eigene Tradition. Und die Leute, die halt hier auf den Inseln wohnen, identifizieren sich halt eher damit als mit Japan selbst sozusagen. Wir sind jetzt auf einer kleinen Insel kurz vor dem Flughafen und deswegen hört man hier auch über Flugzeuge. Und zwar werden wir jetzt das dritte von den drei Hauptgerichten essen, die man in Okinawa essen soll, und zwar Takoraisu. Und zwar in diesem kleinen Restaurant dort hinter mir. So, nachdem ich jetzt alle drei Spezialitäten Okinawas gegessen habe, die große Frage: Was hat mir am besten geschmeckt?
Ich glaube die Sokisoba, also die Okinawa Soba, weil vielleicht war das Restaurant auch mit am coolsten so, weil es war so ein relativ kleines Restaurant und die haben das wahrscheinlich mit sehr viel Liebe gemacht. Und die bieten auch nur das Gericht an. Ja, stimmt. Die hatten irgendwie nur drei Gerichte auf der Karte. Und das, wo wir gestern waren, war halt ein allgemeines Restaurant und das heute ist halt spezialisiert auf dieses Taco-Reis. Aber da gibt es dann irgendwie 20.000 verschiedene Sorten von diesem Taco-Reis sozusagen. Deswegen, ich glaube, das war schon mit am coolsten, wo wir die Okinawa Soba gegessen haben. Wir sind jetzt am letzten Stopp in Naha angelangt und zwar ist das das Shurijo Castle und wir haben uns jetzt so ein bisschen draußen die Anlage angeguckt, ab hier müsste man einen Eintritt bezahlen, das machen wir heute nicht mehr und wir gehen einfach weiter. Und um da reinzugehen, hätte man fast 7 Euro bezahlt. Wir haben mittlerweile das Auto abgegeben. Wir befinden uns jetzt auch schon am Flughafen. Hier ist das Gepäck und jetzt geht es gleich zum Check-in dann hoffentlich und dann wieder zurück nach eigentlich Japan sozusagen, also zurück nach Tokio. Und damit sind die Okinawa-Vlogs vorbei. Die 4 Tage hier waren sehr, sehr cool und ich würde es euch nur empfehlen, auch hier mal vorbeizukommen. Es ist was ganz anderes als das eigentliche Japan, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal. Ich finde, es ist so ein bisschen so das geheime Paradies Japans. Willst du jetzt ein bisschen oder nicht? Dann ja, vernünftig. Okay. Eine Sache, die ich noch voll vergessen habe. Ich wollte nämlich mal die ganzen Preise für die Hotels und auch für das Auto und alles einmal zusammenrechnen und vergleichen mit dem, was wir eigentlich bezahlt haben. Und das haben wir eben gerade getan. Und zwar im ersten Hotel hätten die 2 Nächte pro Person 18.000 Yen gekostet. Im zweiten Hotel hätte die eine Nacht 16.200 Yen für eine Person gekostet. Und das Rentcar, wenn man sich das teilt, hätte für die 4 Tage 10.500 Yen pro Person gekostet. Sind pro Person für die ganzen Tage 44.700 Yen. Dabei ist noch kein Flug dabei. Und wir haben für das Ganze inklusive Flug 42.000 und ein bisschen bezahlt, was umgerechnet ungefähr 350 Yen, Euro sind. 350 Yen, das wäre günstig. Nein, was umgerechnet ungefähr 350 Euro sind. Und ich sag mal, allein wenn man nur die Hotels und das Auto selbst gebucht hätte, ohne Flug, wäre man schon bei einem viel teureren Preis. Von daher ist das Ganze echt nur ein guter Deal gewesen. Und ich Der Flug an sich hätte auch 38.000 Yen pro Person gekostet. Oha, krass, okay. Ja, ich hatte nämlich vorher geguckt, bevor wir das geguckt haben. Dann haben wir sozusagen das Ganze fast für den halben Preis bekommen eigentlich. Ja. Krass. Dank meiner Kollegen. Ja, deswegen vielleicht verlinke ich die Webseite in der Videobeschreibung. Mal gucken. Für alle. Das Problem an dieser Webseite ist, man muss eine japanische Adresse haben. Ja. Und wenn mal jemand von euch länger in Japan sein sollte, halt so wie ich jetzt oder so wie Max, und eine japanische Adresse dann hat, dann könnt ihr das einwandfrei buchen. Auch, also die Webseite ist auf Japanisch. Keine englische. Aber es gibt ja Applikationen, mit denen man sich das übersetzen lassen kann. Also die Webseite ist auf Japanisch und ihr braucht eine japanische Adresse, aber ich werde euch die trotzdem in der Videobox da unten verlinken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wenn die nicht aussehen wie Teufelsfrüchte, dann weiß ich auch nicht.